Hansa News, deine Nachrichten rund um den FC Hansa Rostock. Unglaublich, was am Freitagabend beim Flutlichtspiel unseres FC Hansa gegen den VfL Osnabrück die über 9000 Zuschauer miterleben konnten. Nachdem nach der 83. Spielminute mit dem Elfmetertreffer der Gäste zum 2:0 bereits alles nach einer Heimniederlage für unseren FC Hansa aussah, setzten unsere Jungs noch einmal alles auf eine Karte und konnten in der Nachspielzeit durch großen Kampf und Leidenschaft noch 2 Tore erzielen. Beide Male war der gerade erst eingewechselte Mustafa Kutschukovic zur Stelle und so reichte es am Ende für ein nicht mehr möglich gehaltenes 2:2. Und jetzt noch einmal die verrückte Schlussphase mit unseren Fanradio-Kommentatoren. Nochmal zu Mucki, kein Abseits. Mucki, den musst du machen, den musst du machen, den machst du! 2:1, jawohl! Aber bringt das noch was? Die 92. Minute, das 2:1, der Anschlusstreffer für den FC Hansa Rostock. Und das ist sowas von verdient. Wir ziehen den Ball auf irgendeine Rübe da vorne. Der Ball ist freigegeben. Der Ball ist rein. Kommt Ball. Und das Ding ist drin. Ja! 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 Das Ding ist drin. Das Ding ist drin. Das Ding ist drin. 2:2. Ja! Danke. Danke, lieber Fußballgott. 2:2. Wir haben es. Wir haben es. Tor! Tor für den FC Hansa Rostock! Danke, lieber Fußballgott! Das ist so gerecht! Auch die Medien kommentierten den irren Schlussakt. So schreibt Liga3Online.de etwa: Tolle Moral bis in die Nachspielzeit. Knistern dank Kutschukovic, Rostock antwortet spät, überschreibt kicker.de das Spiel. NDR.de bringt die Schlagzeile: Kutschukovic Doppelpack rettet Hansa in der letzten Sekunde. Unser Medienpartner, die Norddeutschen neuesten Nachrichten, titeln: Ausgleich in der Nachspielzeit. Fußball-Drittligist Hansa Rostock rettet nach schon verloren geglaubtem Spiel gegen Osnabrück mit dem Schlusspfiff einen Punkt. Auf der Homepage unserer Gäste, dem VfL Osnabrück, hieß es nach dem Spiel kurz und knapp: 2 Punkte verloren. Für alle Hansa-Fans, die am Freitag nicht im Stadion bei dieser verrückten Nachspielzeit dabei sein konnten, gibt es bereits diesen Sonnabend die nächste Möglichkeit, unsere Jungs im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart anzufeuern. Karten für die Partie gibt es online unter fc-hansa.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Nach dem Osnabrück-Spiel sprach Hansa TV mit dem Matchwinner Mustafa Kutschukovic. Mucki, was macht ihr da mit uns? Also ich bin ja noch völlig geflasht von diesem Spiel. Nach dem 2:0 sind einige nach Hause gegangen. Hansa-Fans haben gute Nerven, habe ich mal irgendwo gehört. Nee, natürlich, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir hätten auch lieber 1:0 gewonnen oder 2:1. Aber war natürlich ein schönes Gefühl, da reinzukommen, nochmal 2 zu machen. Aber ich denke, es war heute mehr drin gewesen. Ja, das auch, also das ganze Spiel, wenn man das jetzt mal wirklich die letzten Minuten weglässt, wir haben die ja quasi an die Wand gedrückt und die haben mit 1,5 Chancen 2 Tore gemacht, also da waren wir deutlich besser. Ich finde auch, ja, die haben aus dem Nichts das 1:0 gemacht, aber das spricht dann auch für die Moral hier der ganzen Mannschaft und vom Trainerstab, dass wir da nicht aufgegeben haben. Gerade nach dem 2:0 hat man gesehen, dass alle nach vorne gelaufen sind und vielleicht noch irgendwas versuchen wollten und dass es dann noch geklappt hat, das ist natürlich sensationell. So, mein Problem ist das 2:1, das habe ich ja noch ganz gut gesehen, ne? Aber das 2:2, wo die alle denn das Bier hochgeworfen haben, ich habe nur gesehen, du hast gejubelt, Trikot aus, gelbe Karte gekriegt. Ja, wie ist denn das Tor gefallen? Ich glaube, wir springen alle hoch in der Mitte, Cello geht zum Kopfball, Torwart lässt abprallen und ja, wie im Training war ich mal da gewesen jetzt mal. Und es ist natürlich ein sensationelles Gefühl, wenn man sieht, dass die Jungs alle da aufspringen, die ganze Bank und die Fans dann hinten, sensationell. Ja, also wie ein gefühlter kleiner Sieg, die Moral nehmen wir jetzt mit und jetzt holen wir auch mal einen Dreier demnächst. Ja, man hat sich ja nicht wegen Sieger gefühlt, aber gut, man muss natürlich sehen, wir werden das Spiel einfach gewinnen können. Gewinnen wir das nächste, danke dir. Vor dem Spiel gab es noch einen besonderen Hansa-Moment für die rüstige Inge Frahm aus Rostock. Aus dem Vorstand ließ es sich Rainer Friedrich nicht nehmen, der Dame persönlich im Namen des FC Hansa Rostock zum 83. Geburtstag zu gratulieren. Inge Frahm war eine derjenigen, die Anfang der 50er Jahre mit Schubkarre und Spaten am Bau des Ostseestadions beteiligt war und hält dem FC Hansa seitdem die Daumen. Herzlichen Glückwunsch auch vom Hansa TV-Team.
Und jetzt noch die Nachwuchsergebnisse vom Wochenende. Die A-Junioren gewinnen ihr Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 3:2. In der Regionalliga unterliegen die B-Junioren zu Hause der SG Dynamo Dresden mit 1:2. In der C-Junioren-Verbandsliga schlägt unsere U14 auswärts den FC Schönberg mit 4:0. In der D-Junioren-Landesliga trennen sich unsere U11 und der FC Pommern-Stralsund 4:4. In der C-Junioren-Landesliga unterliegt unsere U13 dem FC Pommern-Stralsund mit 2:3. Die F-Junioren verlieren ihr Auswärtsspiel beim Güstrower SC in der Kreisoberliga mit 2:5. Die E2 gewinnt beim Güstrower SC 7:2. In der B-Junioren-Verbandsliga holt die Hansa U15 einen 7:0-Sieg gegen den FSV 1919 Malchin. Ebenfalls 7:0 gewinnt unsere U16 in der Verbandsligapartie bei der SG 03 Ludwigslust-Grabow. Und in der Kreisliga hatte unsere F1 den SV 47 Rövershagen zu Gast und musste sich 5:8 geschlagen geben.